begrüße dich im Licht. Ich würde gerne mit dir sprechen. Aber erst musst du das Relikt sichern. Dein Feind ist ein Elixni, der viele Anhänger um sich geschart hat. Sie sind bereit, ihr Leben für seinen Schutz zu opfern. Aber ich weiß nicht, ob aus Loyalität oder aus Angst. Sein Name ist Ayras. Aber sei auf der Hut. Erzählt hat, ist wahr. Ich habe um eine Unterredung mit Eramis Kell gebeten. Ich weiß nicht, ob sie zustimmen wird, aber es musste sein. Ich habe Misrax Kell noch nie so verängstigt gesehen. Aber ich kenne den Grund nicht. Vor Eramis hat er keine Angst. Schriftgelehrte Aido, hier ist Eramis Kell vom Haus der Erlösung. Ich werde die alten Traditionen wahren. Ich akzeptiere deine Bitte. Danke, Eramis Kell. Ich freue mich auf unser Treffen. Das mag sein. Doch ein Treffen wird die Zerstörung deines Hauses nicht aufhalten, wenn du dich mir weiterhin in den Weg stellst. Ich hoffe, dass wir uns einigen können. Vergeude nicht meine Zeit.
Du hast mir die Elixni-Bräuche beigebracht. Era Miskell möchte sich treffen. Wende dich jetzt nicht davon ab. Das ist ein Fehler, Aido. Eramis folgt nur einer Stimme und es ist nicht unsere. Die Stimme in der Dunkelheit mag mir Macht geben. Aber ich bin eine Kell der Elixni und kämpfe für die Befreiung unseres Volkes. Ein wahrer Kell dient seinem Haus. Du dienst nur dem Zeugen. Und wem dienst du? Ich vereinbarte ein Treffen mit Elixni, nicht mit einem Lichtträger. Der Hüter ist zu deinem Schutz hier. Era Miskell, als Schriftgelehrte des Hauses des Lichts ist es meine Pflicht zu sagen, eine weitere Macht sucht nach den Relikten. Verstehe. Und wer genau sind diese Unruhestifter? Vielleicht jemand, dem du Unrecht getan hast. Wir konnten sie nicht identifizieren, aber sie haben deine Partner mühelos besiegt. Sie sind unser gemeinsamer Feind. Wir hatten schon immer einen gemeinsamen Feind. Hört auf, eurem Unterdrücker zu gehorchen. Folgt mir. Gemeinsam werden wir diese Relikte nutzen, um den Elixni Freiheit zu schenken. Nein, die Relikte sind zu mächtig. Kriegstreiber wie du dürfen sie nicht besitzen. Niemand weiß besser als du, was zerstörerische Kraft ist, Misrax. Was meinst du damit? Das war vor Jahrhunderten. Heute bin ich anders. Nein. Du hast dich nicht verändert. Ich will die Wahrheit wissen. Muss ich sie von ihr erfahren? Vor Jahrhunderten, als die Elixni zum ersten Mal in dieses System kamen, als dein Vater noch ein Schlüpfling war, besaß unser Volk nichts. Als sie Nezarek fanden, den Schüler des Zeugen, der in der Mondpyramide begraben war, nahmen sie seine dunklen Kräfte für sich und für die Zukunft ihres Volkes. Misrax erbte eines dieser Relikte und seine Macht ergriff Besitz von ihm. Er sehnte sich nach mehr, ungeachtet der Folgen. Doch je mehr seine Crew hatte, desto weniger gaben sie ab. Das wurde zur Normalität. Elixni kämpften gegen Elixni. Und Freunde kämpften gegen Freunde. Mit der Zeit wurden die Relikte von Nezarek in der Galaxie zerstreut. Ihr Einfluss schwand, doch die Spuren ihrer Macht verblieben. Misrax floh aus dem Blutbad, in das er hineingeboren worden war. Er behauptet, sich geändert zu haben, ein frommes Leben zu führen. Doch so sehr er die Vergangenheit auch vergessen machen will, mit seinen eitlen Gesten des Großmuts und den Phrasen gestohlener Weisheit. Misrax wird immer ein Lügner, Dieb und Mörder bleiben. Du hast mir die Elixni-Bräuche beigebracht. Era Miskell möchte sich treffen. Wende dich jetzt nicht davon ab. Das ist ein Fehler, Aido. Eramis folgt nur einer Stimme und es ist nicht unsere. Die Stimme.
Stimme in der Dunkelheit mag mir Macht geben. Aber ich bin eine Kell der Elixni und kämpfe für die Befreiung unseres Volkes. Ein wahrer Kell dient seinem Haus. Du dienst nur dem Zeugen. Und wem dienst du? Ich vereinbarte ein Treffen mit Elixni, nicht mit einem Lichtträger. Der Hüter ist zu deinem Schutz hier. Eramis Kell, als Schriftgelehrte des Hauses des Lichts ist es meine Pflicht zu sagen, eine weitere Macht sucht nach den Relikten. Verstehe. Und wer genau sind diese Unruhestifter? Vielleicht jemand, dem du Unrecht getan hast. Du hast mir die Elixni-Bräuche beigebracht. Eramis Kell möchte sich treffen. Wende dich jetzt nicht davon ab. Das ist ein Fehler, Aido. Eramis folgt nur einer Stimme und es ist nicht unsere. Die Stimme in der Dunkelheit mag mir Macht geben. Aber ich bin eine Kell der Elixni und kämpfe für die Befreiung unseres Volkes. Ein wahrer Kell dient seinem Haus. Du dienst nur dem Zeugen. Und wem dienst du? Ich vereinbarte ein Treffen mit Elixni, nicht mit einem Lichtträger. Der Hüter ist zu deinem Schutz hier. Eramis Kell, als Schriftgelehrte des Hauses des Lichts ist es meine Pflicht zu sagen, eine weitere Macht sucht nach den Relikten. Verstehe. Und wer genau sind diese Unruhestifter? Vielleicht jemand, dem du Unrecht getan hast. Wir konnten sie nicht identifizieren, aber sie haben deine Partner mühelos besiegt. Sie sind unser gemeinsamer Feind. Wir hatten schon immer einen gemeinsamen Feind. Hört auf, eurem Unterdrücker zu gehorchen. Folgt mir. Gemeinsam werden wir diese Relikte nutzen, um den Elixni Freiheit zu schenken. Nein, die Relikte sind zu mächtig. Kriegstreiber wie du dürfen sie nicht besitzen. Niemand weiß besser als du, was zerstörerische Kraft ist, Misrax. Was meinst du damit? Das war vor Jahrhunderten. Heute bin ich anders. Nein. Du hast dich nicht verändert. Ich will die Wahrheit wissen. Muss ich sie von ihr erfahren? Vor Jahrhunderten, als die Elixni zum ersten Mal in dieses System kamen. Als dein Vater noch ein Schlüpfling war, besaß unser Volk nichts. Als sie Nezarek fanden, den Schüler des Zeugen, der in der Mondpyramide begraben war, nahmen sie seine dunklen Kräfte für sich und für die Zukunft ihres Volkes. Misrax erbte eines dieser Relikte. Und seine Macht ergriff Besitz von ihm. Er sehnte sich nach mehr, ungeachtet der Folgen. Doch je mehr seine Crew hatte, desto weniger gaben sie ab. Das wurde zur Normalität. Elixni kämpften gegen Elixni.
Und Freunde kämpften gegen Freunde. Mit der Zeit wurden die Relikte von Nezarek in der Galaxie zerstreut. Ihr Einfluss schwand, doch die Spuren ihrer Macht verblieben. Misrax floh aus dem Blutbad, in das er hineingeboren worden war. Er behauptet, sich geändert zu haben, ein frommes Leben zu führen. Doch so sehr er die Vergangenheit auch vergessen machen will, mit seinen eitlen Gesten des Großmuts und den Phrasen gestohlener Weisheit, Misrax wird immer ein Lügner, Dieb und Mörder bleiben. Sieh ihn dir an, Schriftgelehrte. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Aido, bitte. Ich kann es erklären. Du hast mir die Elixni-Bräuche beigebracht. Era Miskel möchte sich treffen. Wende dich jetzt nicht davon ab. Das ist ein Fehler, Aido. Era Miskel. Misrax Kell vom Haus des Lichts. Mein Vater. Ein Mörder. Und ein Lügner. Die Wahrheit ist manchmal schwierig, aber der größte Schmerz ist, dass er es mir nicht früher gesagt hat. Ich wusste, dass er eine Vergangenheit hat, aber irgendwie hat mir Eramis Kell gezeigt, wer mein Vater heute ist. Und wen er sieht, wenn er mich ansieht. Er denkt wohl, dass ich es nicht verstehen kann. Oder es ist ihm egal, ob ich es verstehe oder nicht. Ich werde entweder unterschätzt oder übergangen. Und daraus kann ich nur eine Lehre ziehen. Mein eigener Vater will nicht, dass ich ihn verstehe. Unsere Prioritäten bleiben unverändert. Wir müssen Eramis daran hindern, die Relikte von Nezarek zu bekommen. Ich werde meine eigenen Gefühle nicht über unsere Mission stellen. Ich werde nicht so scheinheilig sein wie mein Vater. Willst du mich um einen Gefallen bitten?
schreckliche Jagd da draußen.